Was geht, Leute? Willkommen zu WWE 2K23 John Cena Showcase Modus. Ja, Leute, ich hatte das Spiel vorbestellt, aber ich konnte nicht spielen. Ich hab ja im Community Board so gesagt, geschrieben, dass ich krank geworden bin und ich bin immer noch nicht richtig gesund. Ich habe Hustenanfall wie noch was. Ich versuche mich gerade zusammenzureißen. Ich werde aber auf jeden Fall jetzt John Cena Showcase anfangen zu spielen und ich bedanke mich an jeden, der wo mir die gute Besserungswünsche und so weiter, drum und dran, alles gut. Fangen wir direkt mal an. Okay. Oha, ich weiß noch, das war wie. Also, ich weiß gar. Jetzt einfach mal die paar Schläge. Die Leute werden auf jeden Fall auch My Rights und so weiter spielen, also alles gut. Wir gehen das alles langsam das mal an. Auf den Boden geworfen, wie ein Sack Kartoffeln. Was? Er hat nicht nachgelassen. Schwere Kombo. Was war es nochmal? Kick oder X? Ich weiß nicht mehr. Ja, nicht so. So, zack, zack. Ja, X, okay. X war schwere Move. Cena, chill. Chill, ganz kurz. Ich will mich ganz kurz fertig machen, richtig. So, und, zack. Zack. Als wir den Ring kamen, gab es der Schnauzer. Okay, Irish Whip. Komm rein. Zack. Was? Rob Renner muss wieder Diving Moon sein. Wie ging das nochmal? Ach so, natürlich. Was? Kann ich China irgendwie. Diving Moonsault. Genau, das habe ich gemeint, aber das war. Oberste Seite. Okay, das war Diving Moonsault, alles klar. Absperrung. Warte mal kurz. Wenn der Gegner mittig gegen den nördlichen mittig aber. Ja, ich weiß. Nein! Ich muss den Kreis machen. So, und jetzt Kreis. Jawohl. Bis da kommt Leg Drop. Da macht er so, wow, man, der. Richtig geil. Als er endlich wieder auf die Beine kam. Mit Starrstuhl. Achso, da hinten liegt schon einer. Und ich habe keine Energie mehr. Geil. Jawohl. Endlich. Ich war zwar verletzt, aber noch nicht am Ende, war gar nicht drin geparkt, als auf die Beine kam und zu diesem schweren Angriff zu spielen.
gekämpft hat. Ich hatte Slingshot wirklich erwischt. Er wusste, dass er vom obersten Seil springen muss, um mich zu schlingen. Aber ich muss erstmal einen Slingshot geben, oder was? Ja. Ah nein, ich muss nicht. Nachdem er mich getroffen hatte, war ich dann nochmal mit einem Hammerstoß zum Boden. Er wusste nicht, dass das nicht. Okay. Er folgte mir zum Ring, wo er mich. Als ich mich gerade erholte, schnappte sich Rob Van Damme einen Tisch vom Apron und stellte ihn im Ring auf. Man würde das Hießen anlehnen, oder nicht? Auch gut erledigt. Ich kam wieder in den Ring und Rob packte mich in eine schwere Griff. Hier haben wir jetzt Sachen freigeschaltet, auf jeden Fall Arenen, also Titel und so. Ich muss stoppen, weil sonst kann ich. Drücke Kreis, wenn du im Ring vor einem Gegner stehst, um ihn packen und danach. Ach so. Tina macht es mir nicht so schwer. Ich glaube, das ist von Icon Edition. Könnt ihr auf jeden Fall diesen Tina hier bekommen. Ich habe Icon Edition jetzt nicht geholt. Habe nur die Deluxe Edition. Also ich habe jetzt nicht diesen Prototypen Tina oder Batista oder die anderen. Als kurz zu haben wir. Ja gut, dann können wir das ein bisschen mal brettern, hier so zack, zack, da ist auch noch genommen, perfekt. Ich hätte das nicht genommen, weil ich ein großes Spiel als Kind meine Angelotische bei mir ansetzte. Jetzt schon? Warum jetzt schon? Oder ist es sein... Nein, 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 warte. Hier. Glück habe ich überstanden zu meinem Unglück Rettung und verpasst mir bösartige schwere Kombos. Ey, mach's mir doch nicht so schwer, Cena, Mann. Als er wusste, dass ich keine sehr hatte, leichten Angriff, ja. Alter. So. Und Engel Slam. Zack. Okay, ich bin ausgewichen einfach. Wie macht der Suplex? Drücke Kreis, wenn du im Ring bist. Das heißt, so. Die Beine können noch einen Schlag einsetzen, aber zu verpassen, wenn man leicht bekommt und damit gleich bedient. Okay. Cena freigeschaltet. Hä? Ich hab gedacht, den kann man nicht freischalten. Okay. Keine Ahnung. Undertaker braucht man nicht für sein Wrestling-Fan, kennt Undertaker.
Aber das ist der Badass Undertaker. Oberstes Seil mit einem Hammer vor dem Boden. Ja. Ach so. Manchmal ist es einfach kompliziert. Wieder in den Ring kam, wartet der Antiker. Guillotine Drop. Wie mache ich das? Während der Gegner im Ring liegt und er auf den Abgrund. Was soll ich so machen? Komm mal. Ah! Ja, wow, ich denke die ganze Zeit zu, ey. Er verpasste mir kräftige Schläge und landet dabei zweimal sein Body Blow ab. Bester. Leute, da müsst ihr Dinger. Drückt ihr euren linken Stick nach oben und X. Dass ihr das schon mal wisst. Er hat außerdem drei meiner Angriffsversuche geblockt oder ist ihm ausgewichen. Ja, komm. Im Ring macht mir der andere Täter dann mit seinem Signature Oldschool klar, da, ja, okay. Einer der geilsten Signature überhaupt. Let's go. Das wird das Choke Slam Signature. Komm. Zack. Ich habe irgendwie wieder einen Kampf von der Bester, als ich da was brauche. Der Signature. Der macht, nein, der macht nicht. Neue Pinsystem ist auch übel schwer. Und schon wieder hat er der Ex, ich konnte den schweren Ekran gestehen. Echt? Wenn der Gegner benebelt in der Ecke steht, für 4 Pistolen. Benebelt! 4. Und dann 4. Badass Undertaker. Undertaker.
Natürlich geht's weiter mit Undertaker. Ja, Undertaker hat den so fertig gemacht, das ist so unglaublich. Dann stimmt er auf mich und dann fesselt sein dritten Flip Closed Line. Achso. Hä? Macht er das hier nicht? Wie jetzt? Achso, hier macht er das jetzt mit Viereck. Ja. Boah, der Ticker liest nicht nach und versucht da als nächstes mit mich. Old School. Oh mein Gott, hier macht er das nicht mal als Signature. Krass. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er hielt mich erneut in der Ecke, weil er wirklich mal sein. Boah, wie ging das? Jetzt. Ab in die Ecke. Und dann war's. Ich drücke Kreis und dann vom Gegner weg, okay. Ja, ich glaube, das ist das hier. Ja. Oh Mann, ich hab's echt provoziert. Wenn ich wieder auf die Beine kommen würde, hätte Running. Okay. Ja, das ist geil. Der eine Ticker wollte mich jetzt erledigen, er hat das vor mir im Ring und gekriegt hat. Okay. Jetzt habe ich mit Tombstone durch den Ring gefallen. Mehr brauche ich nicht sagen. Ich laufe jetzt mit Wolfbreak und so fuck schnell. So, zack, zack, zack. Ich werde das, glaube ich, auch in Parts hochladen. Also wenn das Video kommt, kommt direkt auch das andere Video, also von dem Showcase. Also es geht immer so weiter. Und somit hätten wir auch die Undertaker und John Cena wieder freigeschaltet. Ich glaube, es gibt mehrere John Cena hier. Ja. Also Leute, schaut einfach weiter bei dem nächsten Video, dort geht's einfach weiter, ey. Ja, Triple H ist, kann man wirklich sagen, auch einer der krassesten. Alter, was geht bei diesem Team auf einmal? Der ist ganz anders. The Gamer kam raus zum Spielen und liegt mit einem Rebound-Angriff. Achso. So, Rebound-Angriff, achso, okay. Hab's vergessen. Wieder Hammer voll. Vertikal Suplex. Oh, nice. Das mache ich mal direkt. Geil. Dort nicht zu lang. Oha! Ich muss die drei Männer auf der Kontern unterbrechen oder ausweichen. Und eine kurze Verschnaufung gut genug in einen Gegnerform und nicht eckig so wie ich. Aber doch, es hat funktioniert. Es war noch zu spät, aber das Problem liegt zu. Und dann hat er sich wieder auf das. Oh mein Gott. Auf jeden Fall war ich nicht drin, er hat mich wieder auf die Beine gehen und weiteren leichten Angriff verpasst.
Frage einfach auf die Matte. Drücke Kreis. Wirf mir einen Nerven, wirf mir einen Ring und schick mir Spine Buster. Let's go! Ja, du guckst das Wald ja nicht. Okay. So. Here is your winner and still the WWE Champion, Triple H. Triple H, John Cena und eine Arena als Belohnung. Okay, ich will jetzt weiter hier fortsetzen. Auf jeden Fall war sein Debütmatch dort bei dem Royal Rumble. Okay, ich fand ganz schön, aber ist nicht schon mal gut. Ich bin mit dem drei meine Angriffe blockt oder auch. Okay. Ich bin immer. Ich glaube, das ist wieder das hier. Ja. Wenn ich was nicht verstehe, dann muss es sowas sein. Ja, erledigt. Ich habe einfach Comeback gemacht. Einfach nicht. Jetzt war er ja, richtig im Rhythmus und arbeitet sich von nichts mit. Springboard. Oh shit, geil. Warte, das mache ich jetzt. Ja, das ist nicht gut. Richtig nice. Zack. Bei mir war die Luft groß nicht. Will Power Facebuster. Hä? Gleichen Kick-Kombo. War gut, hat man. So, zack, zack, zack. Einfach ein Kick-Kombo zum Schluss. Mit Kreis. Wenn der Gegner benebelt in der Ecke steht, führe mit 4 Gang. Ah, okay. Hier, direkt auf die Beine. Jetzt hatte ich eigentlich ein Springboard Moonsault. Oh ja, Mann, was ich vorhin gemacht habe. Den hier. Brutal, richtig nice. Das ist schwerer Griff. Zack. Und one, two, three. Ich hoffe, man bekommt diese SummerSlam Arena auf die Skype. Here is your winner. The phenomenal AJ Styles.
Jawohl, man bekommt's. AJ und Cena, oder? Alita, als ich am Boden lag, hatte ich mir schwer, mich zuzusetzen. Count, das war. Achso, Zuschauer-Count war wie? Okay. Komm rein. Das macht das Gesetz die oberste Seile nicht mehr, oder? Wenn der Gegner im Ring steht und du auf den oberen drücke, Viereck oder X. Wir machen das so. Ich wollte den hochtauchen, aber egal. Ich lese halt schneller, weil ich schnell husten will. Über drei. Zwei Laufangriffe. Eins. Zwei. Sekretär, bitte, bitte geh durch. Okay. Zack, zack, zack. Atmen. Hier muss man einfach in die Ecke gehen, laufen und fertig, dann kommt so eine Sequenz. Ich war immer noch offen und daran endete. Gegner-Taunt war wieder. Dann gibt er wieder zu einem Zeit rote Waffen für die Kinder. Jetzt waren es auch schon mal so, dass ich den Eltern begleitet habe. Hier finde ich das. Yes! Psycho-Spear. Geil, freut mich. Lita freigeschaltet. Hier schaltet man wohl Edge nicht bei dieses hier, ne? Wichtigste, was ihr wissen sollt. Also, garantiert, also wenn du den Mann in der Bank gewinnst, seinen Koffer, dann darfst du das eincashen und, also gegen den, der wo den Titel trägt. Schwere Kombos. Darfst es wann du willst einsetzen. Egal was, wann du willst. Also, wann du willst, wo du willst, egal. Aber es soll hauptsächlich in einer Show stattfinden. Zum Beispiel der Champ muss auch anwesend sein. Das funktioniert ja nicht. Heftiges Spiel. Nicht also nein. Komm wieder mit einem Spiel. Hat's nicht gereicht. Hä? Die Sache ist, John Cena hat schon davor gegen jemanden gekämpft. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen wem es war. Da hat er auch diesen Dinger Blutfleck da an seinem Gesicht. Und Edge ist dann, während Cena gekämpft hat, einfach reingerannt und hat eingecashed. Und dann musste er gegen Edge noch kämpfen. So funktioniert dieses Money in the Bank, also. So ein Glück hat man dann. Ich kämpfe jetzt sozusagen gegen einen Cena, der sowieso am Arsch ist, sozusagen. Also ich brauche ja auch gar nicht jetzt viel zu Dinge zu machen eigentlich.
Geht er weg. Das war's. Here is your winner and the new WWE Champion, the Rated R Superstar Edge. Ja, das war's. Normalita, jetzt die Cena und Edge, den alten Edge beigeschaut. Perfekt. Weiter geht mit Roman Reigns gegen Cena. Muss ich kurz erwähnen, dass ich die Segmente, die Videosegmente rausschneiden werde. Und was auch die mittendrin die Segmente beim Kämpfen sind, also da kommt auch die echte Dinger, Szenen, wo die gekämpft haben und so, muss ich auch rausschneiden, denn YouTube erlaubt mir das nicht, denn ich werde komplett gesperrt. Da kommt ein rotes Dinger, meine Videos werden nicht öffentlich, es wird überall gesperrt, keine Ahnung warum. Bei anderen funktioniert es irgendwie auf. Irgendwas mache ich falsch, ich weiß nicht was, aber ist ja nur Showcase, sage ich mal. Bei My Rice wird es ja auf jeden Fall anders. Da freue ich mich schon drauf. Ziehen wir das jetzt weiter durch. Roman Reigns, mein Lieblingswrestler. Let's go. Bei Roman Reigns endet das. Ich spiele zu oft mit Roman Reigns. Headlocks verpassen. Headlock easy. Zack. Also Punch. Das Angriff von hinten, stell dich hinter deinem Gegner und drücke Kreis. Okay, diese Moves habe ich jetzt so ehrlich gesagt nie benutzt von Roman Reigns. Aber schön mal zu wissen. Ja, aber hat noch geklappt. Snaps, Suplex. Okay, zwar sieht der Roman gleich so aus, aber nur die Schuhe, Hose, goldene Handschuhe. Die Seile. Da zum Beispiel hier ist alles noch okay. Oder ich drücke auf Überspringen. Tut mir leid. Schaut den Kampf einfach an. Drücke R1 zum Gegner. Achso. Easy. Ein harten DDT. Drücke Kreis den Gegner. Jetzt. Zack. Mit dem Ring will ich das Kissen in dem. Oh. Hä? Ach so, das ist normaler Move, stimmt. Das ist jetzt normaler Submission Move geworden. Bei 2K22 war das halt Dinger. Ja, das ist jetzt normaler Move. Ja, ich muss es leider überspringen. Schade. Moment. So, jetzt. Kontrollieren, dann gibt mir einfach Spiel, ey. Ich bin nicht zustimmen mit einem weiteren Laufangriff. Ja, sorry. Ah, stimmt, Tisch ist kaputt. Ey, es ging so ab. Tisch ist kaputt gegangen. Der hat super LP gegeben. Jawohl. Oh, Leute, schaut Roman seinen neuen Finisher an.
Okay, ich habe das Animation. Ich habe gedacht, die haben Dinger vom Spiel. Bin ich halt, wollten die zeigen, aber doch, ist egal. Guck, hier bekommt der Super AA. Krank. Na Mann, warum zeigt er das einfach nicht in Dinger? Da, vom Spiel. Da ich in die Hoffnung, das Match durch Pinfall zu gewinnen und sich einen Platz als Head of the Table zu. Und jetzt kommt Brock Lesnar rein. Also so ist es passiert. Brock Lesnar sein Comeback. Hä? Achso, man hat echt den Roman bekommen. Krass, okay. Mein Lieblingskampf. Oh, noch der The Rock. Once in a lifetime. Geil. Das kann man. Nein! Achtung. Leute, diese, ihr müsst diesen Kampf angucken, der ist anders, ey. Der Finish ist das geilste überhaupt. Nein. Rock Bottom. Animation neu. Krank. Komm, zeig's mir. Zeig mal, was das ist. Jawohl, komm. Nein, der steht normal auf. Schade. Jumping Coastline. Ey, 52. Okay. Leichte Kombos. Mach mal die. Okay. Leute, ihr müsst diesen Kampf anschauen. Ey, der ist richtig geil. In die Treppe. Zack. Ich konnte sehen, dass der auch ein bisschen frustriert war. Ich würde so gerne mein Gegner kommen. Das war das hier. Boah, ja, Mann. Das ist auch in echt. Das ist alles so in echt passiert. Ich kann es halt nicht zeigen. Ja, Leute, danach wollte Dinger People's Elbow, John Cena People's Elbow The Rock geben. Aber The Rock ist aufgestanden, als er dann zu The Rock gerannt ist. Und The Rock hat dann Dinger gegeben. Rock Bottom. Auch richtig geil gewesen. Aber der ist Brock Lesnar 2014. Nice. Krass, ey. Ach so, ja, Mann, Suplex. Wie ging das bei denen? Okay, das hier. Okay, von John Cena ist echt interessant. Kann man echt sehr viele Talente freischalten, so von früher. Ich glaube, ich muss ihn danach noch irgendwann noch mal Acht geben. Es gibt auch noch den Brock Lesnar. Hier kommt The Pain. Und,
Stock mit etwas schweren Angriff, mit schweren Griff von hinten. Und wieder weitere 7. Schwere Kombos. Was? Kreis mal 4. Ich kann euch halt nur so viel zeigen, wie das hier im Spiel zeigen. Mehr kann ich leider nicht zeigen. Zum Beispiel ab hier muss schon wieder aufhören. Bock wusste, wie es war. F5. Fuck. Vorbei oder er gibt Widerstand noch aus. Ja, er gibt natürlich Widerstand aus. Ja. WWE Champion Brock Lesnar. Die beiden Titel sind vereint. So, Brock Lesnar freigeschaltet, Paul Heyman, dem alten Arena und drum und dran, alles gut, okay. Perfekt. King Dan, hier kommst du, Pain Lesnar. Oh Gott. Oh Gott, der ist krass, ey. Schweren Angriff. Schon klar weiß ich nun, den liebe ich sogar. Hab's mir anders vorgestellt. So, dann setzen. Weiteren Griff, ach so. Ah, das war's. Den alten Brock freigeschaltet, Cena freigeschaltet, den alten Titel und Ring. Perfekt. Ja, wieder Probleme kommen. Okay, 2008. Okay. Lockup, Griff vor. Ich habe gedacht, das ist der ganz alte Batista, aber ich glaube, Cena hat gegen den ganz alten nie gekämpft. Release Suplex. Dann schnappt er mich und Sidewalk Slam. Er wollte meine Beine wirklich nicht vergessen in dem. Ich war wartet auf den Mann. Hier war. Tschüss.
Okay, Spinebuster jetzt noch schnell. Komm, jawohl. Batista Born. Schade. Jetzt sind ganz oben auf dem Turm. Okay. So. Jetzt gibt dein Widerstand aus und nervt mich nicht. Ganz einfach, ey. Vorbei. Here is your winner, the Animal Batista. John Cena Batista, perfekt. Den machen wir auch noch schnell, oder? Oder geht der Kampf lange? Ich weiß nicht. Der ist nach Roman Reigns Heel als Randy Orton Heel der krasseste Heel, den es gibt. Und aber keiner ist mehr Psycho als dieser Randy Orton. Genau so ist es echt passiert. Krass. So. Ja, aber das ist das. Da ließ ein weiterer schweren Griff von vorn. Oh, dieser Move. Oh. Da unten nach großen holt es schon schwer. Ach so. Cena hat es ja schon zweimal gebracht. Zwei. Und die sind ihn echt beste Freunde. Das Gute daran ist, Leute, wer das Spiel hat und Wrestling liebt und Showcase spielen will und wissen will, was passiert ist. Ihr könnt es ja spielen und selbst nachschauen, was passiert ist. Ist auch eigentlich was Geiles. Bei mir ging die Lichter aus und ich war machen ordentlich. Punk. Jawohl. Du kriegst direkt noch eins. Geh mal weg. Was? Alter. Vorbei. Also Leute, ich weiß zwar nicht, wie viele Matches es noch gibt, aber ja. Ah, guck, Bonus-Match freigeschaltet. Also es kommt noch ein Match und danach fertig. Einfach, es kam so ein Bildschirm. Da stand, dass ich jemanden nehmen soll, mit dem ich im Showcase jetzt bislang gekämpft habe, gegen alle dort, Batista, Edge und was weiß ich, welche Leute, The Rock, Roman Reigns und so. Ich habe The Rock genommen, weil ich will es mit The Rock beenden. Aber dann kam auf einmal, dass Cena gegen mich gewonnen hat. Ich weiß nicht, warum. Ich mache jetzt mal Rückkampf.
Fängst du besser mit einem schweren Kombo. Cena has been waiting for this moment for a year to put The Rock away. Attitude adjustment. Cena's gonna do it. Cena's gonna pick up the win. Cena's beating The Rock. So, ich habe nichts gemacht. What a moment in history. John Cena overcomes the great one. Ich verstehe das nicht. Ah, oh, John Cena, man, that was an emotional release by. Da, ich konnte nichts machen. Wo ist es jetzt? Da, das hier. Und das meine schwierigste Prüfung, der Rock ist. Now this should be quite the match, guys. The Rock and John Cena facing off against each other once again. There's a measure of respect. Looking for an early pin. He was down, but he certainly wasn't out. To belly. Targeting a body part, working the arm. Cranking the head. Corey, we're gonna see it. You can see me. Ich sehe, mein Ding ist direkt verschwunden. Mein Schweißband. So. Rock got it. I think it's over. Nein, wäre ich nicht so schnell. Guck mal, wie sein Leben war. He's still in this fight. Absolute evidence of that trademark staying power that John Cena possesses. And guys, The Rock is not happy with that result. Thought it was over, but the kick out surprised him. So, und jetzt nochmal für die. Bleib liegen. Für die Zuschauer hier. The millions are about to experience it. Full head of steam. Cena, du bist ein elendiger, ey. Oh, costly error there. Rock plants him with a spine buster. I think The Rock just invited Cena. So, jetzt vorbei. You can see me. Yeah. Zack. Und zack. Vorbei. Cena's in trouble. Two. Here is your winner, The Rock. Hier, Super Cena freigeschaltet. Choke ist fertig. Oder? Das ist nächstes Match. Ja, es gibt noch ein Match. Das wusste ich jetzt nicht. Sag mir nicht jetzt der alte Cena gegen den neuen Cena. Stone Cold? Was geht gerade ab? Hulk Hogan? Achso, die. This Fatal 4-Way is underway and I still can't believe what I'm seeing, guys. Hogan, Austin, Sam Martino and Cena. Cole, we are seeing a battle of generations here. Squeezing the breath out of them. Stone Cold. That submission forces the tap out. There's got to be the colossal clutch, unmitigated demons. Tap out. Hulk Hogan raus. Leute, Bruno San Marino. Ich wollte nur mal sagen, der war 8 Jahre lang Champion. Aus dem Grund habe ich ihn zum Schluss gelassen. What a gutsy performance. Break that up. Cena has him up. Attitude adjustment. That's got to do. Uh-oh, this is not going to look pretty. Submission being applied. Cena wins. Ja, Cena sein Traum, alle zu besiegen. Okay, er hat auch die meisten besiegt, aber. Stone Cold hat er nicht besiegt. What an amazing ich glaube, dem Hulk Hogan hat er auch noch nicht besiegt. Ich weiß es aber nicht. All the stops in this fatal four-way. A top-to-bottom, action-packed match. Ah, das war's, Leute. Das war's mit dem Showcase von Cena. Ja, guck mal, wie das so tut, als ob der vom Kampf gerade gekommen ist. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Cena Showcase. Ich habe ja auch beschriftet, wer wo man was freischaltet. Viel Spaß auf jeden Fall mit den Videos. Wir sehen uns dann bei My Rise Harde.